Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 27. November 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 6.073 Neuinfektionen und 64 neue Todesfälle, teilte das thailändische Gesundheitsministerium am Samstagmorgen, dem 27. November, mit. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Der nächste Artikel, den ich rausgesucht habe, der ist von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Virus-Update: Reisebeschränkungen werden global. Bangkok, die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten sagten, ein von südafrikanischen Forschern entdeckter neuer Stamm sei eine besorgniserregende Variante, da die globalen Märkte angesichts der Aussicht auf einen Rückschlag im Kampf gegen das Coronavirus in Ohnmacht fielen. Regierungen von den USA nach Hongkong haben nach der Entdeckung der neuen Mutation die Reisebeschränkungen aus Ländern im südlichen Afrika verschärft. Südafrika nannte die Reiseverbote ungerechtfertigt, während der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb sagte, die Maßnahmen seien kontraproduktiv. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, da geht es zum Beispiel, ich lese euch da einmal kurz so ein bisschen die Überschriften vor, zum Beispiel: Philippinen setzen Flüge nach Südafrika aus. Oder: Shanghai meldet keine neuen Fälle, Australien kündigt neue Maßnahmen an. Oder auch: WHO verschiebt Genfer Ministertreffen. Niederlande verschärfen Maßnahmen. Oder auch: zurück zu Netflix und chillen. Ebenso wie: Emirates setzt Flüge aus Variantengebieten aus. Norwegen will Quarantäne für afrikanische Reisende durchsetzen. Und noch einige Punkte mehr, wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung. Ja, ihr habt es jetzt selber gehört, erste Länder ergreifen Maßnahmen, um der neuen Variante entgegenzuwirken. Was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das in Bezug auf Thailand, auf die Wiedereröffnung, die seit einigen Wochen läuft, quasi die Wiedereröffnung, nennen wir es mal. Und meint ihr, dass da vielleicht auch weitere Einschränkungen in Zukunft folgen werden können? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, ebenfalls von thailandtipp.info, auch mit Quellenangabe Bangkok Post. Gesundheitsminister Anutin schlägt in Bars und Kneipen wegen illegaler Öffnung zu. Bangkok: der thailändische Gesundheitsminister und stellvertretende Premierminister Anutin hat erneut geschimpft. Nach maßvolleren Kommentaren in der vergangenen Woche, als Thailand die Wiedereröffnung fortsetzte, zielte der umstrittene Minister direkt auf Nachtclubs, Pubs, Bars und Karaoke ab, um den Land Schaden zuzufügen. Er machte die Bars in Bangkok direkt dafür verantwortlich, das Elend und den Tod der letzten 6 Monate verursacht zu haben. In einem Interview mit den thailändischen Medien bezog er sich eindeutig auf die mittlerweile berüchtigten Cluster in exklusiven Tong Law Clubs, die ab April die tödliche Infektionswelle auslösten. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Ja, wie schon gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Thema, zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.